Was ist denn das? Weiß nicht, wo du bist. Keine Ahnung, was du siehst. Ja, dann? Moment, ich rüste gerade Agatha mit dem Sattel aus. Agatha! Oh. So, bitteschön, Agatha hat einen Sattel. Wunderschön. Das sieht so bescheuert aus. Los geht's. Es war doch hier direkt hier vorne auch, ne? Das ist überall so ein bisschen. Wir müssen auch vor allem mal eine Stelle finden, wo Perlen sind. Zack, direkt ein Itchy da. Ich fass es nicht. So könnten wir uns auch mal ein Itchy tamen, weil jetzt können wir ja mit den Haien schneller hinter denen her. Hm. Und dann steigst du hier unten ab. Ja, ich bin hier oben. Hier kann ich ja direkt wieder Sauerstoff holen bei mir. Und dann? Und dann haust du mit der Spitzhacke drauf. Okay. Wow, wo kommt die Battle-Mucke her? Bei mir nicht, ich bin hier unten. Hier oben. Ich bin direkt am seichten Wasser eigentlich. Ich bin nicht so weit weg. Ich sehe dich gar nicht. Wo bist du denn? Kein Plan, wo du bist. Ich bin hier links. Keine Ahnung, wo du sein willst. Wie viel Öl brauchen wir denn? Ich habe erst 30. Aber wir brauchen erstmal nicht so viel. Ich sehe dich nicht. Wo zur Hölle bist du? In dem Boden die große Steinformation. Schwimm nee, mal da direkt da drüber. Da links war. Ja, ich sehe dich. Ich bin links neben dir. Ah, da. Ah, krass. Ich würde sagen, wir gehen mal einen Platz für Perlen suchen. Ja, lass mich irgendwas das Öl hier nachschlagen. Ja, logisch. Wir holen auch noch Luft und dann geht's weiter. Einmal mal Luft holen. Bist du? Schon gerade zum nächsten Öl. Ah. Hä? Hast du gerade abgeschlagen hier? Ach, da ist das. Bin zu weit geschwommen. Willst du das Öl hier noch mitnehmen? Ah ja, warum nicht? Jetzt haben wir eben die Steine fallen. Ich habe jetzt 101. Mal kurz auftauchen. Luft. So. Wie erkenne ich denn Perlen? Ich will auch nicht so tief schwimmen. Das sind Muscheln. Doch, wir müssen so tief schwimmen. Wir müssen komplett bis zum Grund. Sehen die aus? Große Muscheln. Bist du noch hinter mir? Ja, ja. Sind das welche? Oh, guck mal da. Was ist das denn da? Nessie? Was? Wo? Hier. Boah, weg! Schwimm! Sagt er weg! Schwimm, verfluchte Scheiße! Schwimm dein Leben! Ich schwimm doch! Was ist denn das? Ein großes, gefährliches Raubtier. Vor uns ist ein Rochen. Ich muss da Luft holen. Und Ausdauer ist auch gleich weg. Ja, ich bin oben. Ich auch. Okay. Mal runtergehen, mal gucken, ob wir verfolgt werden. Aber ja, ich glaube nicht. Da war auch ein Anglerfisch. Hast du einen Anglerfisch gesehen? Ich habe zweimal Nessie gesehen. Beimal? Ja, denn da war noch eins. Ach du Scheiße. Ja, die Viecher, auf denen kannst du auch Plattformen bauen. Aber töten einen instant?
Ja, die sind halt voll krass. Da könnten... Nee, das sind Korallen. Wo bist du eigentlich? Ich bin hier am Rumschwimmen. Suchst du auch nach Perlen noch? Ja, wenn du sagst, es sind Muscheln, dann werde ich immer Muscheln erkennen. Okay. Ich muss auch mal kurz hoch wegen Sauerstoff. Was ist denn das? Weiß nicht, wo du bist. Keine Ahnung, was du siehst. Felix, komm mal schnell Richtung Haus. Richtung Haus? Schnell. Meine Ausdauer von dem Hai ist komplett down. Ich kann gerade nicht schnell. Wo bist denn du? Ja, jetzt ist es spät. Aber nee, es backt die ganze Zeit. Hier ist ein Ichio. Direkt an Land, der backt im Strand fest. Okay, Richtung Haus. Ja, ja. Okay. Der ist ja gerade ein Stück weiter geschwommen, aber der backt hier fest irgendwie. Unterwegs. Ich meine, gut, mein Hai gerade auch, weil ich ihn so scheiße geparkt habe. Müsste mein Müllermaß keinen Platz mehr. Könnten auch mit den Haien, mit den beiden Haien, die jetzt so dreckig vor dem Vieh parken, dass das da nicht weg kann. Aber das Problem ist aber, ich habe schon mal so ein gebacktes Vieh getamed und dann habe ich das da nicht weggekriegt. Aber das sieht mir eigentlich... Ich hol Fisch. Fisch brauchen die, ne? Aber gebraten dann, ne? Gebratenes Fleisch. Habe ich dabei, warte. Ich habe auch noch gebratenes Fleisch. Ich habe dem schon gegeben. Ich warte jetzt hier, das haut nicht ab. Das kann da nicht abhauen. Oder es haut bei 90% ab. Also ich habe noch 15 dabei. Wie viel hast du? 4, ich gehe holen. Weil es sind welche auf dem Grill. Ich habe ja was auf den Grill geschmissen. Perfekt. Die Viecher sind nämlich noch mal schneller als Haie und haben mehr Ausdauer. Mit Haien kannst du halt theoretisch auch irgendwas angreifen, aber das machen wir eh nicht. Das kriege ich nicht gebacken auf, so einem Tier, ein anderes Tier anzugreifen. Die Flossen von den Haien im Hintergrund so dumm in der Luft schweben. Ja, ja. Aber die lieben sich. Hier. Hier. Felix. Das ist zu einfach. Das klappt niemals. Jetzt schon über das Ä hinaus. Ey. Mann, ich muss meine Chips wegschmeißen, die hier liegen. Ich gehe mal schnell. Wohl, dann verpasst. Ich nehme auf, ich verpasse das nicht. Ich komm sofort wieder.
Oh mein Gott! Aber dann geht's schnell, ja, wenn's festbackt. Aber beweg dich nicht, beweg dich nicht, beweg dich nicht, bitte beweg dich nicht. Ich glaube, die Stelle müssen wir mal im Auge behalten. Sonst spawnt da ja öfter mal so ein Vieh und backt da fest. Wie soll man es denn nennen? Einfach Itchy? Itchy, ja. Oh Gott, das ist, glaub das jetzt nicht, ne? Und jetzt müsst ihr es abhauen. Level 4. Geil! So, was brauche ich denn für so einen Itchy-Sattel? Es folgt dir, ne? Ja. Warte. Den Sattel noch erlernen zum Bauen. Bring die Haie eben beide rüber zu Fuß, ja? Nö, ich, das Vieh folgt mir, ich steig jetzt auf meinen Hai auf und, ab geht's. Kommt's? Nope. Ja. Doch, es kommt! Doch, es kommt! Ja? Ist hinter dir, ja. Perfekt. Das ist genau, das ist richtig schnell. Ja, das ist mega schnell, ja, ja. Itchies sind mega schnell. So, wir müssen jetzt aber dran denken, auch immer gegrilltes Fleisch da rein zu tun. Wo ist das? Es hängt im Hai bei dir drin. Ich pack den Bruce. Immeres. Ich pack den Bruce woanders. Gut, Bruce hängt jetzt im Floß fest. Hast du gut gemacht, Felix, dass du den im Floß geparkt hast. Ich fahr das Floß dann mal weg, ne? Ja! Ich kann das Floß nicht wegfahren. Warum nicht? Weil der Hai drin festpackt! Ja, ich kann aber jetzt den Bruce wegfahren. So. Wir sind aber beide zu weit weg vom Trog, ne? Und alle drei zu weit weg vom Trog. Ich glaube, wir müssen hier einfach noch einen hinstellen. Okay. Wieso rennt hier ein Biber rum? Wieso nicht? Das ist eine freie Insel. Das ist aber neu, dass hier ein Biber rumläuft. So, Futtertrog. Wo ist er denn? Da. Holz, Stroh, Faser, Metall. Okay, krieg ich hin. Ah, Metall, keine Barren, ja? Ja, ja. Ich habe aber schon einen Ichthyosaurus-Sattel gemacht. Nein, ich brauche den Trog, den dritten. Ach so, ja, ja. Weil die sind so weit weg, die Flussviecher. Und dafür brauche ich aber 8 normale Metall, kein Barren. Die Backkrähe gerade bei mir extremst rum. Ich glaube, es stürzt gleich ab. Okay. Ich drehe mal kurz meine Lüftung höher. Ah.
Jetzt geht's wieder. Ja, vielleicht reicht schon anfangen, wenn wir erstmal nur neue Lüfter bei dir noch einbauen. Ich werde auf jeden Fall einen neuen Lüfter brauchen mit dem neuen Prozessor, den ich mir holen will, wenn ich nicht sogar eine Wasserkühlung brauche. Also dann müssen wir dein Gehäuse auch mal richtig sauber machen. Naja. Das ist halt auch voller Schmodder. Ja. Kommt von Rauchen wahrscheinlich, ne? Yep. Ja. Wo ist denn jetzt der Trog? Er war doch gerade noch hier. Irgendwo, da. Was brauche ich denn da noch? 120 Holz brauche ich dafür. Krasser Scheiß. So, jetzt kann ich einbauen. Jetzt mal das Itchy ausprobieren. Warte. So, sind die jetzt am Trog dran? Ja. Perfekt. Das schwimmt da im normalen Modus schon so schnell wie der Hai auf schnell. Ja, ja. Krass, schon cool. Das war zu einfach, das bleibt uns nicht lange erhalten, glaube ich. Wir brauchen ein zweites. Na, das war pures Glück. Geiles Vieh, sehr schön. Also langsam nimmt das Überhand mit den ganzen Dinos hier. Eine Sache, wir müssen mal ein paar Plätze für die einrichten. Wir müssen eigentlich mal ein Gehege bauen für die, wo dann auch keine anderen Viecher drankommen, um die zu nerven. Ja, sollen wir jetzt mal anfangen und einen Zaun bauen? Wollen wir das hier vorne direkt machen? Wo? Ja, wir müssen halt auch einen Wasserzaun bauen, ne? Es wäre schon ganz gut, wenn wir hier das mit einbinden, das Wasser. Na, damit wir auch unsere Schwimmviecher mit einplanen können. Ich überlege gerade, wie wir es am besten machen. Dann würde ich halt ein Gebiet machen, wo wir nur unsere Viecher parken und von da aus dann ein großes Tor und dann nochmal eins, wo wir nur Beete und so eine Scheiße aufstellen. Wenn wir dann mal einige Komposthaufen am Start haben, dann können wir auch mit Sicherheit mal richtig viel Dünger machen und können dann mal eine Mega-Ernte abfahren oder so. Na, wir brauchen halt Platz, ne, weil das Bronto ist schon so riesig. Ja, ja, und da kommen noch mehr große Viecher dazu. Ja, da brauchen wir richtig viel Platz. Ja. Hier haben wir nicht wirklich Platz, ne? Aber weißt du, was wir jetzt erstmal machen? Du baust da die Zäune. Ich gehe jetzt mit dem Biber durch den Wald,
Du lässt den Littlefoot dir folgen. Du nimmst dann einfach aus dem Biber immer wieder das Holz raus, machst ohne Ende von den Foundations und packst die direkt und stellst dich halt aber, während du die herstellst, stellst du dich direkt vor dem Bronto. Ich komme dann mit dem Biber dahin. Warte, 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 Und warte, warte, warte. packst das alles. Der Ja. Bronto kann nicht so viel tragen wie das Trike. Echt? Ah nee, warte mal, es sind ja 2000. Nee, sorry, dann ist er ja am stärksten. Aber der Ja. Bronto ist noch voll mit Müll. Dann schmeiß doch einfach alles weg. Willst du denn mit dem ganzen Scheiß? Stimmt auch wieder. Kann ich in sein Inventar einfach Kannst das. du ja Inventar Das ist leeren. aber sein Inventar dann, ne? Ja. Okay. Ja, ist weg. Waren da alles drin? Ja, alles am Beeren, 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 Beeren. Ja, Ein braucht paar kein Mensch. Samen, das kriegen wir innerhalb von 2 Sekunden eh wieder rein. Ist richtig, ist schwachsinnig dann. So, ich schnapp mir den Biber. Das Vieh folgt dir. Ich mache ohne Ende Holz. Oder was brauchst du als für Zaun Foundations? Das sage ich dir jetzt. Holzzaun, Fundament. Strohfasern, Holz. Strohfasern haben wir ja eigentlich genug. Rohfasernholz. Ja, dann sammeln wir erstmal ohne Ende Holz und packen das alles in den Bronto rein, oder? Und Stroh sammle ich ja gleichzeitig auch mit. Okay. Wenn es bei mir kritisch wird mit dem Tragelimit, sage ich dir Bescheid. Du lagerst das alles um.